Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stellaris, ein Spiel, das wir in der letzten Folge nicht einmal angetouched haben. Wir haben ja in der letzten Folge ja nicht Stellaris gespielt, also nein. Auf jeden Fall bin ich hier gerade mit der Lautstärke in die falsche Richtung gegangen. Mein Ohr ist abgefallen, zumindest das rechte. Und in der letzten Folge haben wir eigentlich bloß ein bisschen was erkundet und haben noch ganz viel gequatscht. Gequatscht haben wir ganz, ganz viel. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, was ihr dazu gesagt habt, da die Folge zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen ist. Erst in, Moment, in 4 Stunden kommt die Folge raus und ich nehme jetzt mal weiter auf in der Hoffnung, dass noch irgendwas Schönes, Großes passiert. Wie schaut es denn gerade aus mit der Forschung? In die Forschung, da wollte ich noch irgendwas machen. Auf jeden Fall spulen wir schön vor. Die Frage, die sich mir auch stellt, momentan, das hier ist jetzt die Folge, Star Sovereignty und Tesekian Empire, also die zwei sind wieder im Krieg, das ist nichts Neues. Die Frage, die sich mir stellt, jetzt sind wir ja in der Folge Nummer 39 und die Frage wäre, was machen wir für die Zukunft? Sollen wir dann... Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie lange ich Stellaris machen will, weil das Spiel gewinnen, das wird unmöglich sein, das sage ich jetzt schon. Weil, schaut euch hier mal die Siegbedingungen an, es gibt bloß zwei, nämlich Dominanz, 40% aller kolonisierbaren Planeten, da müssen wir doch 174 Planeten kolonisieren, was einfach nicht möglich ist. Oder hier 13 Reiche müssen wir noch erobern, ha, da ist eine Wahl. Eine Wahl. Ja, Clark Mayfield, wie alt ist denn Clark Mayfield? 96. Das heißt, das wird wahrscheinlich seine letzte Wahlperiode werden. Mal schauen, wo wir dann landen werden. Bin wirklich gespannt, wie sich das Spiel hier noch entwickelt. Am Anfang war das ja recht mäh. Vor allem, da wir ja im Krieg waren, für alle, die das nicht wissen. Wir waren im Krieg und hatten ganz, ganz viel Pech. Oder zumindest, es ging eigentlich, muss ich ehrlich gesagt sagen. So viel Pech hatten wir jetzt eigentlich auch nicht. Es wäre natürlich wesentlich besser gegangen. Aber das ging schon. Das hat schon gepasst. Und was ich hier gerade mache, ich erforsche oder zumindest versuche das, hier alle letzten Planeten noch zu erforschen. Damit wir vielleicht noch Artefakte bekommen, was aber auf keinen Fall mehr möglich sein wird, das sage ich jetzt schon. Wir brauchen nämlich für eine Quest, na wo ist sie, da. Für eine Quest brauchen wir noch 4 Cybrex-Artefakte und das wird so gut wie unmöglich sein, jetzt noch Cybrex-Artefakte irgendwo her zu beschaffen. Darum, mal schauen. Clark Mayfield wurde zum Referenten gewählt, das ist ja sehr schön. Könnten wir hier noch irgendwas ausbauen? Die Erde und Yemkakosee sind ja komplett ausgebaut. Entschuldigung. Zu doof zum Reden. Halleluja. Sind ja komplett ausgebaut. Und sonst gibt es jetzt nicht allzu viel zum Tun. Das Einzige hier auf Dologa Spring sind die immer noch sehr, sehr unglücklich. Ich warte eigentlich immer noch darauf, dass ich hier irgendwie ein Xenozoo oder ähnliches bauen kann. Aber anscheinend möchte mir der Forschungsbaum diese Tech nicht geben. Wir haben hier jetzt noch 6 Monate für hier die Ingenieursforschung und ich glaube, der Xenozoo ist hier bei der Sozialforschung. Das müssen wir dann beobachten. Ansonsten würde ich euch gern mal an dieser Stelle fragen, habt ihr selber Stellaris? Wenn ja, hättet ihr vielleicht mal Lust an irgendeine an einem Multiplayer-Spiel? Weil ich würde das gerne mal im Multiplayer austesten. Ich weiß ganz ehrlich nicht, wie das im Multiplayer ist. Ich schätze mal, es wird ganz lustig werden, wenn man auch noch irgendwie so spricht über Skype oder Teamspeak oder ähnliches. Das würde bestimmt schon Laune machen. Müssen wir halt dann tatsächlich bloß schauen, wie wir das dann tatsächlich machen werden. Aber wenn ihr Lust habt und Zeit, dann schreibt es einfach in die Kommentare und ich werde dann darauf eingehen. Und dann schauen wir mal,
Rivalität interessiert uns nicht sonderlich viel. Hier könnten wir noch die Plastikstahlpanzerung erforschen, auch wenn uns das nicht so viel bringt. Ja, Ressourcenspeicher voll interessiert mich doch nicht. So langsam haben wir mal alles ausgebaut, was wir ausbauen können. Darum sollten wir mal. Das einzige Problem, Justkan, ja. Ich würde hier gern gegen die Janari States gehen. Again, besonders. Allerdings sind die, oder haben die eine Botschaft hier bei der Sindomori Foundation. Sobald ich mich mit denen verscherze, habe ich wahrscheinlich die Sindomori Foundation am Hals. Schauen wir mal schnell die Sindomori Foundation an. Die sind ebenbürtig, die Flottenstärke ist überlegen. Der Rest passt. Nein, die haben sogar ein Handelsabkommen. Integriert Cyberdragon Union. Das ist alles nicht so sonderlich schön. Vor allem das ganze Gebiet hier gehört jetzt dem Gegner. Ich würde am liebsten hier nach oben gehen und die erst am Ende nehmen. Ich weiß ganz ehrlich nicht, zum Beispiel hier das Tesekian Empire hat auch hier die Rebellion niedergeschlagen. Ebenbürtig, die Flottenstärke ist ebenbürtig. Da müssen wir am besten noch schauen, wie wir zu mehr Schlachtschiffen kommen. Generell müssten wir dann noch die Schiffe weiter upgraden. Dafür bräuchten wir dann noch mehr Forschung. Die Frage ist halt wirklich, bis wann spielen wir Stellaris als Let's Play? Prinzipiell würde ich sagen, prinzipiell würde ich sagen, bis zur Krise, bis zur Late-Game-Krise. Die müsste eigentlich relativ bald kommen, wenn ich das richtig im Blut habe. Müssen wir dann tatsächlich schauen, kann ich hier jetzt eigentlich das... Hallo? Ah, blödes Spiel. Kann ich das hier... Nein, ich kann die arktische Welt immer noch nicht kolonisieren. Das ist ja doof. Wann kann ich denn die bitte kolonisieren? Hallo? Ich möchte bitte das arktische Gedönse kolonisieren, falls das möglich wäre. Aber nein, sagt das Spiel, du darfst es nicht. So, die nächste. Die synthetischen Gedankenmuster haben wir erforscht. Nützt uns jetzt nicht so sonderlich viel, aber was ist denn das? Der Wille zur Macht, neues Modul, orbitaler Gedankenkontrolllaser, Ethikabweichung minus 30%. Kommissartrupps, Schadensbonus, Moralbonus, aha. Interessiert uns aber auch nicht so sonderlich viel. Der Wille zur Macht, dauert zwar ewig. Okay, 47 Monate ist jetzt auch nicht so ewig. Aber hier mit dem orbitalen Gedankenkontrolllaser, brauche ich dafür irgendwas, bloß Einfluss, könnte ich dann Dologa Spring hoch. Die Pogowon-Republik ist größer geworden, das ist doof. Hätten wir hier sonst noch irgendwas, was wir nicht erforscht haben? Ich glaube, ehrlich gesagt, das war's dann. Nee, da oben hätten wir noch ein bisschen was. Hier drüben hätten wir jetzt auch mal alle Planeten außer die zwei hier angeflogen. Hier oben könnte ich noch hin. Da habe ich nämlich ein bisschen was übersehen. Dann fliegt ihr da mal hin. Die Technologie wurde erforscht und hier eine Basalisierungs... Halt, stopp. Wir sind zu schwach, um allein in dieser feindseligen Galaxie zu überleben. Wird uns der Salische Bund beschützen, wenn wir eure Vasallen werden? So. Die Janari Combined Stars möchten... Huch, Pogawan Republik, um Gottes Willen. Was ist denn hier passiert? Die sind tatsächlich im Krieg mit denen. Werdet unsere Vasallen? Dann haben wir jetzt die ersten Vasallen tatsächlich unter unserem Einfluss. Die Frage ist bloß, wo kann ich das nochmal nachschauen? Hier... wo sind wir denn? Wir sind hier Salischer Bund. Oberherr von der Janari Combined Stars. Wir haben da auch eine Botschaft. Mit der Sindomori Foundation sind wir zwar Rivalen, aber sonst nichts. Seid ihr noch im Krieg mit irgendjemandem? Nein. Gut. Handelsabkommen anbieten. Haben wir da irgendwas Interessantes oder hast du irgendwas Interessantes im Forschungsabkommen? Wir könnten tatsächlich im Forschungsabkommen...
Wir könnten ein Forschungsabkommen tatsächlich. Okay. Dann ein Forschungsabkommen mit ihm. Warum denn auch nicht? Kann ich sonst noch irgendwas mit dir machen? Also viel hast du ja nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Du. Hier hätten wir einen Außenposten, da drüben hätten wir einen Außenposten. Kann ich mit dir irgendwie in Kontakt treten? Ach so, stimmt. So, Handelsabkommen für 10 Jahre, sie akzeptieren, das ist sehr schön. Handelsabkommen anbieten hast du. Du hast tatsächlich keine Planeten mehr, das ist doof. Dann würde ich mit denen hier in den Krieg ziehen, diesen Planeten vielleicht behalten und den Rest wieder zurückgeben an die Janari Combine Stars. Müssen wir uns tatsächlich mal anschauen. Fühlende KI. So, jetzt haben wir das tatsächlich. Sich entwickelnde Intellekte nutzen der Wissenschaft gleich doppelt, als Forschungsprojekt und als Forscher. Die Forschungsgeschwindigkeit würde dadurch steigen, nämlich extremst mit 10%. Allerdings ist das eine gefährliche Technologie und das könnte zu einem Problem führen. Darum würde ich sagen, sicherheitshalber werde ich mal noch ein paar Schlachtschiffe bauen, vielleicht 4 Stück. Und eventuell mal schauen, könnten wir die Schlachtschiffe noch weiter upgraden. Wir haben momentan ganz viel Zeugs. Die Railgun, fortschrittliche Railgun, könnte ich hier noch verwenden. Haben wir bessere, wir hätten sogar noch bessere. Oh Mann. So, das wird jetzt lustig. Ich möchte nämlich hier die fortschrittliche Railgun hier benutzen. Und die Panzertorpedos hierhin. Das Jägergeschwader, hier könnten wir eine einfache Störgergeschwader oder ein. Hab ich ganz ehrlich, nee, ich würde hier ein Bombergeschwader reinsetzen, warum denn auch nicht? Und hier mal das Schiff kompletto upgraden, falls es irgendwie möglich wäre. Mal schauen, ob das so hinhaut. Das haut sogar sehr, sehr gut hin. Das jetzt nicht mehr. Schade. könnte ich hier noch irgendwas machen? Das Doofe hierbei ist tatsächlich. Ha! Das funktioniert sogar perfekt. Nein, ich könnte noch die Hyperraumsensoren bauen. Oh, die verbrauchen keinen Strom, das ist schön. Dann werde ich das speichern und unsere Heimatflotte dann upgraden. Dann einfach vorspulen. Und dann mit den Janari Stars und mit hier Pogovan, mit der Republik von Pogovan, wahrscheinlich dann auch noch in den Krieg ziehen. Frage ist bloß, wann, wie und warum? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die mich gerade beschäftigt. Ich würde sagen, von der Pogovan-Republik möchte ich hier Manship und. Na, geh rein, so. Und hier vielleicht noch Tishak. Weil das wären so unsere zwei Planeten. Ob das allerdings hinhaut, weil die sind dann doch etwas stärker als wir. Zumindest glaube ich das. Ich schau mal hier, Pogovan-Republik. Die sind uns ebenbürtig. Und die sind recht gut auf uns zu sprechen. Darum würde ich da erstmal nichts riskieren und zuerst mal mit der Janari State in den Krieg ziehen. Müssen wir tatsächlich halt schauen, wie das am besten wird. Aber jetzt haben wir tatsächlich einen Vasallen unter uns. Ich würde hier gerne das alles erobern und es ihm zurückgeben. Bloß, Also du hast ja keine Verbündeten, kein gar nichts. Du hast bloß eine Botschaft und ein Handelsabkommen. Ein Nichtangriffspakt und Unabhängigkeit garantiert. Okay, die verstehen sich mit denen relativ gut. Gut. Müssen wir mal schauen. Ich weiß ganz ehrlich auch nicht, ob unsere Flotte mit 15k oder später dann mit etwa 20k gegen die Late-Game-Krise gewappnet ist.
Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich war spieltechnisch noch nie so weit. Das habe ich mir immer aufgehoben für das Let's Play, damit ich da blind reingehe in das Spiel. Beziehungsweise in das Let's Play oder für das Let's Play oder wie auch immer. Darum habe ich das soweit nie gespielt. Ich hoffe, das ist schlimm, aber doch machbar. Weil ich kenne das von einigen Spielen, wo man dann in eine Krise landet und dann so gut wie tot ist. Das ist nämlich bei vielen Spielen der Fall. Dolga Spring ist immer noch total unglücklich. Und New Roanoke. Da können wir auch noch ganz, ganz viel ausbauen. Habe ich eigentlich auch komplett vergessen, dass wir hier einen neuen Planeten haben. Nämlich im REAC-System oder im REC-System oder wie auch immer man das aussprechen möge. Ich würde hier ehrlich gesagt noch auf Dings gehen, auf Kraftwerke. Haben wir noch ein Alien-Haustier, ein Satramen, Gas und drei Engos-Dampf. Warum habe ich schon wieder drei Engos-Dampf? Ist das ein Anzeigefehler oder... Oder wird das einfach nicht abgezogen? Kann natürlich auch sein. So, aus irgendeinem Grund haben wir hier jetzt weniger Forschungsfortschritt. Weiß ehrlich gesagt nicht warum. Wahrscheinlich, weil wir ein Handelsabkommen abgeschlossen haben und weil ich das nicht richtig gelesen habe. Kann natürlich sein. So doof wie ich bin, lese ich das natürlich nicht, sondern unterschreibe einfach. Müssen wir das Ganze mal schauen. In 70 Monaten wäre dann hier die fühlende KI fertig. Untertan integrieren. Das Council of Manward. Oder Manward da unten. Das ist prinzipiell nicht so schlimm, da das relativ weit weg ist. Ich hoffe bloß, das bleibt dabei. Weil wenn nicht, dann hätten wir ein klitzekleines Problemchen. Ein Problem hätten. Haben wir denn? Und ich quassel gerade wieder Blödsinn vor mich hin, so wie immer irgendwie, wenn ich nichts zum Sagen habe. Zu turbig. Warum dauert das gerade so lang? Wissenschaftler Sobak, Verwaltungs-KI und Dings. Und hier verbleibende Monate 65. Ich habe ganz ehrlich keinen blassen Schimmer, warum das gerade so lang dauert. Hat es wirklich was mit dem Handelsabkommen zu tun? Oder habe ich gerade irgendwas Wichtiges verpasst? Das wäre gerade eine sehr wichtige und interessante Frage. So, die nächste Forschung, nämlich Plastikstahlpanzerung, brauchen wir nicht, aber könnten hier die Androiden erforschen. Bringt uns jetzt auch nicht so viel, aber warum denn auch nicht? Weil Technologien, die man hat, hat man. Shabtak-Zivilisation interessiert uns nicht, da die sowieso viel zu weit weg sind. Die Shabtaken. Das klingt irgendwie böse. Hier wollte ich noch. Die Flottenstärke ist erbärmlich. Okay, dann folgendes: Die Heimatflotte. Wie viel brauchst du? Warten auf Schiffdesign-Verbesserungen. Ach so, da müssen wir ja noch die Schiffe fertig bauen. Die vier Schlachtschiffe brauchen ja. Nein, die drei Schlachtschiffe noch. Die brauchen ja ewig, um Gottes Willen. Ja gut, könnte ich hier noch. Nein, kann ich nicht. Warum nicht? Schlachtschiffe. Hä? Nee, aus irgendeinem. Keine Ahnung. Ich bin hier gerade durch den Wind, so wie immer irgendwie. Ich bin durch den Wind. Ja gut, sobald wir dann die Flotte zusammen haben und diese aufgewertet wird, werde ich dann in den Krieg ziehen gegen die Janari State. Oder? Ja, Janari State. Werde ich dann ein paar Planeten zurückgeben, in der Hoffnung, dass wir da dann wieder eine Ostfront haben. Quatsch, dass wir keine Ostfront mehr haben, sondern einen kleinen Puffer dazwischen. Das wäre dann sehr, sehr schön, wenn wir einen Puffer drin haben, sodass, wenn sich tatsächlich die Sintomori Foundation, das Mojihoxkan Empire oder die Pogowan Republik dazu entscheidet, uns anzugreifen, dass zuerst mal unser Vasall im Kopf kürzer gemacht wird und danach erst wir. Das wäre sehr, sehr löblich, wenn wir nicht sofort sterben. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das mit den gefährlichen Technologien ist.
ob das sofort auftritt oder eher später. Ich kann es ganz ehrlich nicht sagen. Vielleicht ist da auch bloß eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas Böses passiert. Das könnte natürlich auch sein. Wie gesagt, ich bin da noch kom. Nein, das wollte ich nicht. Ich bin da komplett blind. Darum bitte auch nichts in die Kommentare schreiben. Das würde ich sehr, sehr gerne für mich entdecken. Und dann würde ich auch sagen, was wir auch entdecken, ist das Ende von dieser Folge. Die ist nämlich schon wieder überfällig, beziehungsweise die eine Minute geht eigentlich. Darum würde ich sagen, das war's für diese Folge. Jetzt haben wir sogar relativ viel geschafft, ohne irgendwas groß zu machen. Aber ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wie immer gilt, Grüßli, euer Mr. Kurzi. Bis dahin, tschüss.